Die Äpfel von Aegidius Wellenzon sind nicht mehr zu retten. Ein Unbekannter hat die Bäume des Biobauern mit großen Mengen Pflanzengift besprüht. Glyphosat. Das heißt jetzt für mich, dass die Ernte Sondermüll ist. Die ist nicht für nichts zu verwerten. Die Vermutung liegt nahe, dass ich durch meinen Einsatz für diese Geschichte so gestraft werde. Jemand kommt mit dieser Situation nicht mehr zurecht. Die Situation in der Gemeinde Mals im Finchgau ist seit Jahren angespannt. Denn hier wurde eine unerhörte Idee geboren, die sich jetzt bis nach Bayern auswirkt. In einer Umgebung, wo Obstanbau wichtiger Wirtschaftsfaktor ist und Pflanzenschutzmittel eine Selbstverständlichkeit, beschloss die Gemeinde, Pestizide zu verbieten. Per Volksabstimmung. Wir wollten einfach nicht, dass das Zeug auf öffentliche Flächen landet. Zum Beispiel in Gärten oder auf Spielplätzen. Für Günter Wallnöfer war die Initiative aber auch beruflich wichtig. Denn für den Biomilchbauern ist es problematisch, wenn seine Wiesen durch Mittel kontaminiert werden, die vom Nachbarn herüberwehen. Und damit haben wir gesagt, okay, keiner reagiert, Bauernbund wie Land damals nicht. Wir machen eine Volksabstimmung und wir reagieren. Eigentlich eine geniale Idee. Was Politiker auf internationaler Ebene nicht schaffen, das macht man eben im Kleinen. 76% der Malser stimmten 2014 dafür, Pestizide zu verbieten. Doch in der Gegend ist nicht jeder glücklich über die Entscheidung. Die Unterstützer berichten von Drohungen, Rechtsstreitigkeiten und zerbrochenen Freundschaften. Und auch von der Regierung Südtirols fühlen sich die Malser Aktivisten gegängelt. Statt irgendeine Hilfe zu haben, hat man eigentlich nur Prügel in die Füße geworfen bekommen. Der Tierarzt Peter Gasser war einer der Initiatoren und ist enttäuscht. Man spürt einfach bei jeder, bei jeder Bewegung, politischen Bewegung, dass wir eigentlich ein rotes Tuch für die ganze Landesregierung sind. Die will die Malser Pestizidrebellen nicht unterstützen und pocht darauf, dass Gemeinden so etwas nicht entscheiden dürfen. Man kann natürlich nicht jemanden unterstützen, der also unrechtmäßig handelt. Das ist Ihnen bestätigt worden, x-mal vor der Abstimmung. Und da tut man sich natürlich als Land und als Institution schwer. Ein Bozener Gericht hat mittlerweile die Antipestizid-Abstimmung für nicht zulässig erklärt. Trotzdem besteht die Verordnung noch, mit der die Gemeinde den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ab 2018 de facto verbietet. Inzwischen hat der Fall eine internationale Öffentlichkeit erreicht. Der Filmemacher Alexander Schiebel dreht eine Doku und schreibt ein Buch darüber. Die Geschichte vom wackeren Dorf, das sich gegen den Mainstream durchsetzt, wird immer bekannter. Die Wellen schlagen bis nach Bayern. Das Umweltinstitut München organisiert eine Online-Petition und eine Demofahrt nach Mals. Wir finden es auch wichtig, die Malser da zu unterstützen, eben weil sie so eine Vorbildfunktion auch haben für andere Gemeinden. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass es auch Nachahmer in Deutschland gibt. Auf einer Website, die der Südtiroler Tourismusseite ähnelt, machen sie aus Südtirol Pestizid-Tirol, kritisieren den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Region. Der Landesrat, selbst Obstbauer, findet das nicht komisch und hat jetzt Strafanzeige gegen das Umweltinstitut München und den Filmemacher erstattet, wegen übler Nachrede. Auch als Bauer lasse ich mir solche Äußerungen nicht gefallen. Das ist unter der Gürtellinie, das sind Unterstellungen, die man jetzt auch im Ausland macht. Ich finde es eigentlich schon ein starkes Stück, dass die Südtiroler Landesregierung hier mit der Anzeige versucht, uns ein Stück weit mundtot zu machen, also Kritiker davon abzuhalten, den Pestizideinsatz in Südtirol zu kritisieren und denken, dass das eigentlich in einem demokratischen Europa oder in einem Land wie Italien, wo ja auch Meinungsfreiheit herrscht, eigentlich nicht sein kann. Der Streit um Mals geht weiter. Pestizidgegner Wellenzon kann hier erstmal keine Bio-Äpfel anbauen. Der Attentäter hat den Boden auf Jahre vergiftet. Ich kann ihm verzeihen, aber dem System verzeihe ich nicht. Denn die Politik, die dahinter steht und das System, die das unterstützt, die haben Handlungsbedarf und enormen Handlungsbedarf. Die Malser hoffen, dass sie nicht als gescheiterter Versuch in die Geschichte eingehen, sondern als mutige Vorreiter.